Hallo Leute, willkommen zurück. Hier beginnt der zweite Teil für die Santa Maria. So, wie ihr seht, habe ich die Santa Maria inzwischen einmal beplankt. Und zwar ist das die Erstbeplankung, wunderbar geschliffen. Seht ihr nachher alles in den entsprechenden Videos bzw. Fotos. Bei der Zweitbeplankung bin ich jetzt bei und möchte euch dazu sagen, dass ich mir also auch noch über Literatur und Bordbuch der Santa Maria und entsprechenden anderen Moment hier, und zwar gehe ich nach dem Buch von, wie heißt er? Die Kolumbische, Xavier Pastor. Da sind auch die Risse drin, die ich als wirklich schön und relevant halte. Da ist nur der eine Auszug. Um mir jetzt genau zu sagen, mache ich Folgendes. Die Bauanleitung von Ocre ist ja jetzt nett und schön, aber ich habe zum Beispiel auch festgestellt, wenn ich hier mein Männchen nehme, hier mein kleines Männchen, 1 zu 50. Also er ist hier etwas größer, und zwar das ist so ein Männchen, sagen wir mal 1 zu 45 oder so. Aber nichtsdestotrotz habe ich also festgestellt, dass die Deckvarianten hier, das erste Mitteldeck, was hier hinten ist, da kommt ja erst das Hauptdeck, dann kommt ein Zwischendeck und dann kommt oben das Achterdeck. Dass diese Zwischendeck im Grunde genommen zu niedrig ist. Ich habe also in den Unterlagen rumgewühlt und habe in den Büchern geguckt und habe also festgestellt, dass auf jeden Fall das Achter, also diese Zwischendeck hier hinten, eine Stehhöhe haben sollte. Mein Männchen hier, mein Kleiner, der kann da nicht stehen. Der würde sich ständig in den Kopf stoßen. So, das erstmal dazu. Ich weiß jetzt nicht, wie die jetzt mit dem Maßstab 1 zu 50, nach welchen Kriterien die den berechnet haben, weil ich also auch schon festgestellt habe, dass es Bausätze der Santa Maria von Artesania Latina gibt und der Bausatz ist 1 zu 64. Da ist die Santa Maria mit der Länge über alles, glaube 64 cm oder so. Und die hier im Maßstab 1 zu 50 müsste ja dann größer sein. Die ist nur, glaube 53 oder so weit. Gut, wenn die jetzt nicht als Karavelle ausgelegt ist, die sowieso, die Karavellen sowieso etwas gestreckter sind. Da hat ja, wie gesagt, keine Originalunterlagen gibt, die Karavellen sowieso etwas gestreckter sind. Kann es natürlich sein, wenn die als Nau ausgelegt ist. Die hat ja hier diesen Rumpf, vorne und hinten gleich rund. Ich habe das hier so ein bisschen abgeändert, weil mir das nicht gefallen hat. Und weil ich also auch überhaupt keine Unterlagen gefunden habe, die diesen Rundrumpf überhaupt begründen. Warum auch immer. Also habe ich das hier ein bisschen abgeändert, ein bisschen glatter gemacht, damit das nicht ganz so für meine Begriffe kacke aussieht. So, das also dazu. Ich wollte also, wie gesagt, das nächste Video erst nach der Zweitbeplankung machen. Ich mache das jetzt hier zwischendurch, weil die Zweitbeplankung ja auch noch eine ganze Weile dauert. Beziehungsweise werden ja dann auch noch die Deckaufbauten gemacht und das alles, das dauert also noch eine Weile. Da mache ich den dritten Teil draus. Ihr seht, die Zwischendecks sind alle schon beplankt. Hier, das ist das Achterdeck. Hier, das ist diese berüchtigte Zwischendeck. Diese Zwischendeck hat bei mir auch hier einen Aufgang, der also bei Ocre nicht vorgesehen ist. Bei Ocre sind hier vorne Leitern angebracht. Warum auch immer, ich habe also festgestellt, den Unterlagen zufolge nachgeschaut. Haben die hier oben eine Galerie und die ist geschlossen. Genau wie hier vorne.
Hier habe ich auch ein Loch gelassen. Hier, man sieht das nicht, ich zeige das dann irgendwann mal später. Ein Loch gelassen, da kommt dann auch die Leiter. Und hier die Galerie wird auch geschlossen, komplett, weil auch hier hat Okre Leitern vorgesehen. Ich mache also auch hier diesen Schräg-Ansatz, der in den Büchern vorgesehen ist, den Okre auch nicht berücksichtigt hat. Und zu guter Letzt habe ich mich auch um die Bewaffnung gekümmert, weil ich nicht glaube, dass ein Schiff, was auf Seereise geht oder auf Weltreise geht, ohne eine einzige Kanone fährt. Und zwar habe ich festgestellt, dass in dem Bordbuch der Santa Maria, da wird von einer Bombarde gesprochen. Bombarden gab es ja zu der Zeit schon. Als, sagen wir mal, als Abbildung habe ich also diese Büchsen. Kanonen, wie heißen die Dinger? Moment, Moment. Muss man da genau den Wortlaut, nicht, dass ich hier irgendwas Falsches erzähle. So, also nochmal zum Bug des Schiffes hier. Da sieht man, dieses Ding sollte, also dieses Deck sollte also praktisch Stehhöhe haben, weil hier ist eine Kanone und hier ist eine Kanone. Die kann ja nur nicht im Liegen bedient werden. Aber da ja bei Okre keine Kanonen vorgesehen ist, vorgesehen sind, können die das Deck natürlich auch niedriger machen, sodass du denn da drunter krauchst. Die Galerien sind hier oben auch alle geschlossen. Da sind dann hier nämlich Öffnungen gelassen, um praktisch eine Leiter anzusetzen. Das also dazu. Dann habe ich, Mensch, wie heißen denn diese Büchsen? Verflucht nochmal. Achso, nochmal hier diesen Schrägansatz. Das hat auch einen bestimmten Namen, suche ich noch raus. Diesen Schrägansatz, den baue ich auch ein. Der ist bei Okra auch nicht vorgesehen. Okra hält das ganze Ding ein bisschen sehr einfach. Was aber jetzt nicht sagt, dass das ein Anfängermodell ist. Also, um Gottes Willen. Damit würde ich nicht prahlen und Werbung machen, dass das ein Anfängermodell sein soll. Schon alleine der Rumpf, wenn er wirklich in diesen Rundungen ausgeführt wird, so wie das Okra vorgesehen hat, ist das eine ganz schöne Anlage. Da muss man ganz schön spachteln und schleifen und spachteln und schleifen. Also für einen Anfänger wäre das dann schon mal, sagen wir mal, eine Sache, die ich sehr spalten sehe. Aber egal. So, die Bewaffnung ist in allen Fällen, wenn Literatur herangezogen wird, sieht man sie hier, da stehen sie, da ist sie abgebildet, hier. Auch im Bordbuch, wie gesagt, ist beschrieben, dass Bewaffnung vorgesehen ist. Und ich bin also auch der Meinung, dass wenn Bewaffnung vorgesehen ist, auch wenn Okra das jetzt komischerweise nicht berücksichtigt hat, ich kann auch Bewaffnung für dieses Schiff natürlich anfertigen. Wir haben 3D-Drucker. Blub, wo ist es? Haben 3D-Drucker und habe mir also die Rohre angefertigt. Ich glaube, das habe ich schon mal gezeigt. Habe mir die Rohre angefertigt und da sind sie. Baue mir dazu noch die Lafetten. Hier sind die Rohre. Vier an der Zahl, zwei auf jeder Seite. Wobei hier die Literatur natürlich auch unterschiedlich ist. Manche haben nur zwei Kanonen eingebaut in ihren Literaturzeichnungen drin. Manche haben vier Kanonen, also ich mache vier Kanonen. Und dazu noch die Drehbassen, die natürlich entsprechend angefertigt sind. So sehen die Dinger aus. Zwei hier hinten und zwei hier in der Mitte und dann wartet. Ich habe hier noch andere Drehbassen hier. Die sind zwar nicht historisch einwandfrei, sage ich jetzt mal, aber man könnte sie theoretisch auch nehmen. Wir wollen jetzt da ja Okra auch nicht historisch einwandfrei vorarbeitet.
Kann man auch die Dinger nehmen. Aber warte mal, hier müsste man. Ich müsste doch hier an meinem iPad habe ich doch die Zeichnung. Da. Bewaffnung. Wann suche ich hier lange rum? Kammerbüchsen. Da sind sie. Die erste oben. Kammerbüchse mit stehender Lafette und darunter, hier darunter, ist die entsprechende Drehbasse. Ja, also. Das ist die entsprechende Bewaffnung und das ist die Bewaffnung, die in diesem Zeitrahmen vorgesehen war und die von Manfred zu Montfeld berücksichtigt wurde. So, wie gesagt, das ist jetzt erstmal so eine Zwischenlösung, die ich euch anbiete. Und sowie die Zweitbeplankung und die Decksaufbauten fertig sind, kommt die nächste Folge. Das wird dann die Folge 3 sein. Und wenn alle gut hinhaut, wird dann die Folge 4 die Takelage. Da habe ich auch ein paar Änderungen vorgenommen. Da verstehe ich auch wieder Ockrenig. Aber das erkläre ich euch dann, wenn die Takelage dran ist. Da habe ich auch ein paar Veränderungen vorgenommen. Und das wird dann der Teil 4 werden. So, das wird dann der Teil 4 werden. Entschuldigung. Und ich denke mal, dann ist das Ding fertig. Danach kann ich mich wieder der Independence von 1775 widmen. Bei der man ja auch nicht sicher ist, wie sie überhaupt mal ausgesehen hat. Entschuldigung. Und wie sie im Grunde genommen der Halifax ähnelt. Aber ist ein anderes Thema. Das machen wir dann, wenn es soweit ist. So Leute, ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Guckt wieder rein und bleibt gesund. Bis dann. Tschüss.